Der ist gut, der ist echt gut. Sehr gut. Warte, ich guck jetzt, ich fange jetzt schon an, auf die Finger zu gucken, weil das ist immer bei diesen Zauberern ja so, da muss man immer so ein bisschen aufpassen, weißt du, die wollen mich, er will mich jetzt ablenken. Aber die anderen, die schummeln. Richtig, richtig. Also, ja, pass auf, der, guck mal, jetzt sagt er schon. Das nackig ich nur wegen der, weißt du, der Veranstaltung, deswegen ganz mir vertraut. Also, Thore, pass auf, jetzt steck mal kurz hier eine Ratsche, die sind, warte, jetzt muss ich schon irgendwo anders angucken wahrscheinlich. Nee, noch nicht, ich sag Bescheid, okay? Also, die Karten sind verschieden, das siehst du, ja? Ja, ich sehe das. Okay. Stopp, hab ich das wirklich gesehen? Ja, möchtest du nochmal? Ja, lass die Zeit der Welt lassen, ja? Also, verschieden. Sind es verschieden. Ja. Und du darfst jetzt, nachdem ich das kurz gemischt habe, damit ich denke, ich bin vorbereitet, musst du eine Karte rausziehen, okay? Sagst du irgendwo Stopp, wo du möchtest? Sag Stopp. Stopp. Perfekt, hier, ja? Nimmst du die Karte jetzt hier einmal? Ich guck auf die andere Hand, Nee, pass auf, ich mach das dir ganz einfach. Und bevor du anfängst, das zu machen, lege ich noch einen kleinen Zettel genau hier unter die Kasse, okay? Dazu kommen wir gleich. Schau dir die Karte erstmal an. Zeigst du der Kamera ist weg? Achso, jetzt packst du irgendwo rein. Geh ich da rein? Ja, mach's. Okay? Warte. Du sagst bereit, wenn du fertig. Ja, okay. Okay? Warte, ja, ich hab sie nochmal eben reingelegt jetzt. Ja, ja, gut. Sehr gut. Pass auf, ich kann unmöglich wissen, welche Karte du gezogen hast, weil du hast ja irgendwo Stopp gesagt, und ich kann nicht wissen, wo sie ist. Ja. Das heißt, und ich habe nämlich eine Vorhersage hier hingelegt. Das heißt, egal wo sie hier in dem Spiel ist, du wirst sie wahrscheinlich irgendwo sehen. Ja. Spielt keine Rolle mehr, denn ich habe schon eine Vorhersage gemacht. Auf dem Tisch, sie liegt ja schon da. Jetzt ist die Frage, ich schreibe immer dasselbe drauf, ich bin mehr so ein Gag-Zauberer, aber ich zeig dir mal, was da drauf steht. Und zwar, da steht drauf, die gewählte Karte ist nicht die Karo 8. Ja? Kann ich dir mal zeigen? Gewählte Karte ist nicht die Karo 8. Ist das richtig? Thore, ist richtig, ja? Ja, ist das richtig. Was machst du jetzt mit deiner Hinlegung? Gar nichts. So, ich möchte das nur korrigieren für dich. Also, schau ganz genau hin. Das ist nicht ganz richtig. Die Möglichkeit ist 1 zu 52, dass es überhaupt klappt, nicht, ne? Also pass mal ganz genau auf. Diesmal? Und pass auf, weißt du, was das Gute daran ist? Es ist eine Sache, die Karte auf dem Papier zu finden. Aber es ist eine andere Sache, sie noch aus dem Deck zu finden, aus der Position, wo du sie reingemischt hast. Pass mal ganz genau auf, denn man kann sowas ungefähr fühlen. Pass ganz genau auf. Ungefähr. Ich sage nicht, dass es genau da ist, aber ich schätze... Ja, hier oben. Das ist einfach scheiße, wirklich. Das regt mich jedes Mal auf, dass ich es nicht kapiere. Das ist doch gut. Das ist doch schön. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt bin ich schon wieder sauer, dass ich das nicht verstehe. Nee, jetzt wäre eigentlich... Willst du noch einen kleinen sehen? Nein, jetzt wirklich. Jetzt ist das... Oder willst du erstmal... Ja, mach das mal. Ich verstehe es nicht und... Ich werde jetzt wahrscheinlich wieder lange drüber nachdenken. Aber ich werde mir das überall im Internet angucken und wie du das gemacht hast. Wahrscheinlich finde ich es dann auch wieder nicht und reg mich noch mehr auf. Ja, gut. Und noch ein Ding. Ja. Okay. Mit Feuerzeug, das ist vielleicht mit Karten. Kennst du die Firma? Dick? Ja. Geh mal mit deinem Finger rüber und sag mir mal, ob das ein Sticker ist. Mit, du kannst vielleicht kratzen. Kratz ruhig nicht. Genau. Geht nicht, ne? Es ist, ich will es nur auf der anderen Seite. Schau mal auch nach. Du musst dich jetzt ganz genau auf dieses Logo konzentrieren, denn darum geht es, okay? Ich will es dir noch vorher sagen. Nein, ich werde es extra woanders hingucken. Wo dann verpasst du es. Dann verpasst du es. Oder ich meine es wirklich gut. Also pass auf, am Anfang möchte ich was mit dem Logo machen. Am Anfang nehme ich meinen Finger und ich nehme ihn über dieses Logo und pass ganz genau auf. Das ist der Moment, wo ich es wieder ablenken lassen hast. Das Logo ist verschwunden. Ja, das mit der Hand ist nur Quatsch. Ich wollte gerade sagen, das ist mit der Hand ist nur Quatsch. Auf einer Seite ist es ja noch, oder? Pass auf, wir machen es auf der zweiten Seite, das ist ein bisschen schwieriger. Ich kann es zwar kurzzeitig in meine Hand nehmen, dann ist es auf beiden Seiten nicht mehr da und du weißt aber, wo es ist, nicht wahr? In der Hand. Ja, das ist nur fake, das tue nur so. Aber wenn ich das nehme... Scheiße, ich hab mir vorher gedacht, ich dachte eigentlich, ich hätte es gesehen und wollte sagen, ich verrate dich nicht, aber wo ist es denn jetzt? Naja, pass auf, guck mal, es ist genau hier, schau ganz genau hin, in die Hand. Wenn ich sie schließe, darauf werfe, dann taucht es wieder darauf. Ich habe noch nichts getrunken, ich habe es aber tatsächlich nicht verstanden. Ich werde jetzt gehen, mir ist das zu blöd hier, das ist ja irgendwie... Nimm es in die Hand. Eine letzte Frage, wenn du erlaubst. Eine letzte Frage. Welche Farbe hat das Feuerzeug? Rot. Das ist falsch. Blau. Blau. Aber schau mal ganz genau hin. Weiß war es auf keinen Fall die ganze Zeit, oder? Ja, genau. Dankeschön, bis zu so. Der ist gut, der ist echt gut. Das kannst du gerne mitnehmen als Souvenir. Okay, cool. It's not in my ass, right? No, don't tell me it's not now. Not now. But look.
Look. But look, do me a favor, okay?